Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Arena Renovator hier bei Heisenberg. Zack, so wir sind immer noch bei unserer Basketballanlage dran. Ja gut, machen wir mal weiter fröhlich. Kann ich hier die Wände spachteln oder muss ich hier... Nee, hier kann ich spachteln. Also hier mit dieser Hochdruckreiniger, der ist wirklich, ja vielleicht nicht sinnlos in dem Sinne, aber man sieht ja die Graffitis. Jo, die kriegen wir problemlos weg. Hier auch, indem wir sie einfach weg... Was macht man denn mit dem Ding hier? Wegkehlen. Keine Ahnung. Wegschaben, wegmachen, wegtun. So. Okay, das müsste soweit dann passen. Dann hätten wir mal die eine Wand. Ich glaube, aufgeräumt haben wir der ganze Abfall etc. Der sollte, glaube ich, weg sein. Hoffe ich zumindest mal. Dann können wir das ja schon mal angehen hier. Man muss ja, wie gesagt, nicht die ganze Anlage machen, sondern von einem bestimmten Prozentteil. Und dann hat man die Aufgabe eh geschafft. Das da oben könnte wahrscheinlich auch noch weg. Das ist auch nicht mehr so schön. Aha, kann ich sogar wegnehmen. Okay, mach mal. So, machen wir hier aber wieder ein Zwischenlager mit den Teilen. Knappen das Teil wieder. Und dann haben wir den größten Teil gemacht, weil die Halle natürlich tatsächlich der größte Teil ist. Das größte Zimmer hätte ich fast gesagt. Nein, der größte Raum aber. Mach mal. Da ist sogar das Logo dann weg. Ja, okay, vielleicht kriegen wir ein neues. Müssen wir mal gucken. Hier haben wir da Graffiti. Das geht flöten, alles geht flöten. Alles wird neu. Der Frühling macht alles neu. Weil Frühling haben wir gerade. Ja, rechte Maustaste. Jetzt habe ich schon wieder einen neuen gemacht. Das war natürlich jetzt nicht so clever. Da kann ich nichts machen. Weil jetzt sammeln wir hier wieder die Tüten. Naja gut, dann sammeln wir die. Ist ja auch nicht so schlimm. Einmal so, hier haben wir noch was. Allen Ernst. Nein, 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 nein. Jetzt nicht nochmal eine neue Tüte. Jetzt nehmen wir natürlich die hier. So, haben wir irgendwie sonst noch was an den Wänden, was so weg müsste? Das hier wahrscheinlich. Ne, das ist nichts. Ne, sonst ist okay. Gut, dann können wir den wieder zwischenlagern. Schnappen uns wieder Kollege Kelle und machen den hier. Zack. Dann sind wir, glaube ich, einmal außen rum. Ja. Also das wäre okay. Oben müssen wir natürlich auch noch, dafür brauchen wir ein Gestell. Das brauchen wir dann sowieso. Hier oben müssen wir auch noch was machen wahrscheinlich. Okay, kann ich hier die Exit-Tafel noch wegnehmen? Jawohl. Jetzt habe ich... Zack, jetzt habe ich nochmal einen Mülleimer. Halleluja. Gut, hier haben wir gesagt, einen Teil lassen wir, den Rest klöppeln wir weg. Hier oben liegt aber noch etwas. Ja. Am Schluss haben wir 10.000... von Detailen hier. Kann ich hier auch wieder irgendwo raus? Dankeschön. Ja, du kannst dich auch noch weg, aber du bist ein Hammer. So, jetzt einfach dran denken, sobald ich irgendwie was nochmal auflese, nicht nochmal einen neuen Mülleimer. Ja, ja genau, am besten mit der Kelle. Le Hammer. Mama Batz. Und er hat Batz gemacht und wunderbar. Wir schnappen das hier. Und machen das hier alles neu. So, die Graffitis müssen weg. Wobei, es gibt natürlich auch schöne Graffitis. Also das hier ist natürlich nicht schön in dem Sinn. Aber die gibt es tatsächlich auch. Können wir hier eigentlich gleich weitermachen? Jawohl. Wenn wir jetzt schon die Kelle in der Hand haben, dann werden wir hier auch mit der Kelle arbeiten. Oben ist dann auch okay. Gut, das ist immer die ganze Seite. Das freut mich schon mal. Der könnte auch noch weg hier. Das ist eine Sache für die Hand. Oh, gefährlich. Nee, nicht nochmal. Ich versuche erstmal mit dem Hammer. Nee, Hammer ist hier. Ja, Glück gehabt. Ui, da ist doch aber gleich die Wand auch noch. Es klang zumindest so. Das wäre dir auch gleich kaputt gegangen. Einmal Pfeiler. Oh, hier oben hängt noch was. Versuchen wir es nochmal mit dem Hammer. Nicht, dass ich wieder eine neue Tüte habe. Sehr gut. Ja, das ist wieder was für die Hand tatsächlich. Das ist auch was für die Hand. Das heißt, wir bräuchten wieder... Kollege Apfelsack, die müssen doch hier in der Nähe liegen. So, so kriegen wir die auch alle weg, früher oder später. Das funktioniert wunderbar. Einmal die Glocken oder was auch immer das war. Ja, und sonst ist okay. Schmeißen wir dich wieder hier raus. Schnappen wieder die Kelle. Und kellen nochmal hier eine Runde. Dann haben wir den Bereich hier hinten, glaube ich, dann aber fertig. Ah, da können wir sogar die ganze Wand auf einen Schlag. Sehr gut. Einmal den hier, einmal den hier. Würde passen. Ich weiß, die Decke, die wäre dann natürlich auch noch. Der Boden ist noch. Ganz klar. Ich möchte aber jetzt zuerst hier alles irgendwie in die Richtung repariert haben oder verschönert haben. Ja, dass wir halt wieder vernünftige Wände haben. Hammer.
klingt immer relativ herb, wenn wir das hier machen. Gut, zurück zur Kelle. Da haben wir sie. Ja, wenn es so einfach wäre, einfach mal einmal rüberwischen und dann hat man hier die Wand tatsächlich wieder neu. Das wäre noch schön, dann wäre das tatsächlich auch ein Job für mich. Das ist tatsächlich wahr. So, hier brauchen wir nochmal schnell den Hammer, weil das Ding ist kaputt hier, das mittlere. Jawohl, das kommt weg. Den Rest, wie gesagt, ich würde den Rest halt stehen lassen, ganz einfach, weil... Ja, sieht besser aus und da müssen wir das nicht kaufen. Die Linien müssen wir natürlich noch machen, das ist mir klar. Das kommt dann auch relativ schnell. Ja, sehr gut. Man kann das hier in großen Spachteln machen. Kommt das hier auch noch weg? Wahrscheinlich schon. Hammer. Genau, die Heckenschere. Jawohl, Bats, dann haben wir das auch weg. Das da oben. Da brauchen wir echt die Hand. Allen Ernstes, da muss ich aber meine Tüte nochmal holen. Le Hand, le Tüte, le diese. Wo war das jetzt? Hier hinten. Oh, wenn ich mich hier jeweils auskennen würde. Wo war das jetzt, wo das hing? Gibt's doch nicht. Da oben. Ja, tatsächlich, kriegen wir weg. Aber ich glaube, wir hatten nochmal irgendwo so ein Teil. Na gut, ich muss jetzt nicht über diese Gitter suchen. Das macht ja gar keinen Sinn. Die Lampe lassen wir mal in Ruhe gepflegt. Hier war's. Hier ist doch das Teil, da oben. Jawohl, sehr gut, mach mal weg. Bat, einmal raus. Ist natürlich auch nicht unbedingt ein Einmannjob, was wir hier machen. Also das muss man natürlich auch sagen. Haben wir irgendwo noch was, was wir mit der Kelle machen müssen? Nochmal einmal zurück. Ja, hier. So, zack, zack. Und danach, ja, mal gucken, malen wahrscheinlich. Oder wir können ja mal die Linien ziehen und dann gucken, was dann passiert bei der Quest. Das würde ich tatsächlich angehen. Wie gesagt, die Decken, die fehlen alle auch noch. Ganz logisch. Gut, Renovierung sind dabei 28% steht unten. Das heißt, ein bisschen was müssen wir noch machen. Möbel haben wir 0. Ja, die werden halt nicht gezählt hier. Sollen wir die auch weglöppeln? Das ist halt ein bisschen die Frage. Wenn sie eh nicht zählen, bringen sie uns halt nichts. Ne, ich würde sie für den Moment mal lassen. Gut, jetzt haben wir gesagt, wir machen die Linie. Mit E geht das, genau. Ich glaube, da wird so viel gemacht, wie ich angucke, mehr oder weniger. Ja, plus, minus. Und da geht es mir jetzt darum, dass wir sehen, was bei der Quest dann als nächstes kommt. Falls noch was kommt. Ich glaube, bei der letzten Halle war, glaube ich, das Linienziehen das letzte, was wir gemacht haben. Dann hat man die Quest geschafft. Da hat man aber auch schon weiter renoviert. Das darf man auch nicht vergessen. So, wir machen die Linien schön. Okay, machen wir doch mit Freude. Einmal fröhlich drüber pinseln. So, es sind diese einzelnen Aufgaben. Da kann man sich natürlich tatsächlich fragen. Ja, wir machen ja. Ja eben, stelle ich mir selber immer wieder ein bisschen der Spielspaß, aber der generiert sich halt eben nicht durch die einzelnen Aufgaben, sondern durch die Gesamte. Durch das Gesamte. Man sammelt Müll, damit man nachher wirklich malen kann und das ist dann eben relativ schön. Habe ich das soweit? Ich glaube, hier sind wir durch. Machen wir hier mal noch. Was ich einfach nicht ganz verstehe, ist, warum man im Menü drin Musik hat. Und wenn ich hier ins Spiel reingehe, dann habe ich hier keine. Also die Musik, die ihr hört, die ist von mir. Die ist lizenziert. Aber Ingame-Musik hat tatsächlich gar keine. Das hat nur Menü-Musik. Finde ich auch irgendwie interessant. So, wir kriegen sicher eine Meldung, wenn wir die Linien fertig haben. Das heißt, solange wir die Meldung nicht kriegen. Doch, jetzt haben wir sie. Quest beendet. Platziere die Trophäen wieder in den Regalen. Wo waren denn hier die Regale? Hier. Aha. Jawohl. Zack, zack. Ich weiß gar nicht, ob wir alle haben. Das wissen wir gleich. Doch, die haben wir. Quest beendet. Sauber, dann ist die Quest komplett beendet. Das heißt, der Rest, der ist jetzt, optional natürlich nicht, weil wir müssen hier tatsächlich noch weitermachen. Wir haben bei der Renovierung noch zu wenig. Sauberkeit haben wir noch zu wenig, ist ganz klar. Achso, die verbleibenden Jobs, ja. Malen, ganz logisch. Oh, wir müssen bis ganz raufkommen. Da würde ich sagen, wir gehen mal schnell in den Job und gucken, wo wir hier die Gestelle haben. Wo finde ich das denn? Bei Werkzeug? Ja, tatsächlich. Gerüst 4. Sehe ich hier irgendwo eine Höhe? Qualität. Ja, die Qualität ist eigentlich irrelevant. Die Höhe ist wichtig. Das sind zwei nebeneinander, zwei aufeinander, zwei. Die sind alle nicht wirklich hoch. Sehe ich das richtig? Gesperrt, ausblenden. Ne, wir können die alle kaufen.
Guck mal, bei den Möbeln, hier ist nichts drin. Nee. Ja, jetzt ist aber schon ein bisschen die Frage. Oder können wir die aufeinander stellen? Ich nehme mal dich. Wir kaufen dich mal. So, zack. Da komme ich doch nicht ganz rauf, oder schon? Wir werden es gleich wissen. Sehr gut. Ach. Nee, ich brauche nicht nochmal eins. Nee, nee, nee. Geh raus. So, sondern. Hier fehlt eine Treppe. Wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Was ist das denn? Hey, was ist das denn für ein komisches Gerüst, sag mal. Nein, ich brauche noch mal kurz den Laden, bitteschön. Also, wie ist die, also ihr wisst, was ich meine, wie ist die Idee, dass ich hier raufkomme? Hier ist logisch, hier haben wir Treppen. Hier soll mal, was macht man denn hier? Hier haben wir nichts, hier haben wir nichts. Brauch dich noch. So, ich stelle dich mal hier hin. So, dann habe ich wenigstens die Höhe. Ja, dann haben wir ein paar Gestelle, das ist doch auch nicht schlecht. Dann haben wir investiert, das kann man von den Steuern absetzen. So, eins reicht, dankeschön. Dann gehen wir da mal gucken, jawohl, so macht das mehr Sinn. Ah doch, das ist natürlich doppelt so hoch. Das funktioniert tatsächlich. Wir schnappen uns den Spachtel und gucken, dass wir nicht runterfallen. Ja, sehr schön. Ist natürlich jetzt ein bisschen müßig oder doof. Kann ich hier rüberspringen? Versuch's mal. Aber Moment, den kann ich hier glaube ich noch machen. Ja. Da wurde gespeichert. Ich versuche das mal. Nee, geht nicht. Aber auf die Dingen jetzt kann ich springen. Okay, dann müsste ich hier doch jetzt auf die Treppe kommen. Ja, ich weiß nicht, ob das vom Spiel so gedacht ist. Ich mach's jetzt einfach mal. Komme ich hier rauf? Jawohl. Das dort haben wir. Hier, das müsste eigentlich auch noch gehen. Jawohl, so kommen wir hier voran. Habe ich hier die Decke vielleicht sogar schon? Ne, da bin ich noch zu weit weg. Das ist natürlich doof. Oder die Rohre hier. Doch, jetzt geht's. Guck mal. Oh, sehr schön. Ja, da können wir alles machen. Aber eben, ich würde tatsächlich zuerst vielleicht weiter unten anfangen. Weil wenn wir nicht alles... Oh, ich kann rüberspringen. Ich kann auch runterfallen. Ja, aber wenigstens tut es mir nichts. Ich würde jetzt nicht oben alles machen, weil das ist umständlich. Dann würde ich vorher unten noch ein bisschen was machen. Wir werden hier mal malen. So, die Wand. Die Lackfarbe für eine Turnhalle. Ja, schon eher so. Ich würde das tatsächlich gerne so haben. Ja, ist auch okay. Ist zwar irgendwie nicht die Farbe, die ich ausgewählt habe, aber in Ordnung. Wenn ihr das so haben wollt, könnt ihr es so haben. So, den Boden müssen wir noch machen. Ich würde sagen, wir bleiben hier mal drin. Weil jetzt diese ganzen anderen Räume hier. Ah. Die lassen wir mal. Die lassen wir mal im Moment in Ruhe. Wir machen mal das Nötigste sozusagen hier. So, irgendwie, es ist nicht die Farbe, die ich ausgewählt habe. Ist aber tatsächlich egal, weil ich finde das eine relativ schöne Farbe. Kann man so machen. So eine Turnhalle. Das ist auch ein bisschen fröhlich. Wir können nachher gleich nochmal das B bemühen. Und dann werden wir wieder rausfinden, ob wir alles gemacht haben oder ob irgendwo noch was fehlt. Hier fehlt natürlich sowieso noch alles. Jetzt wird es hier aber gelblicher. Oder meine ich das nur? Ja, wahrscheinlich ist das die Sonneneinstrahlung. Keine Ahnung. Meinetwegen Sonneneinstrahlung, dann ist es halt gelb. Soll einfach nett aussehen und das tut definitiv. Das sieht sicher besser aus wie vorher. Und das ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, das große Kriterium beim Malen. Wenn es besser aussieht wie vorher, kann es nicht so falsch sein. So, wir ziehen das einfach mal einmal durch. Wo sind wir denn jetzt? Bei 88. Beim Renovieren sind wir bei 36. Ja, geht langsam voran. Das ist natürlich auch alles Teil der Renovierung, denke ich, ganz klar. So, sind wir einmal außen rum. Ne, jetzt fehlt echt die Seite noch. Okay, machen wir. Und dann können wir mit B wieder kontrollieren, ob wir alles so gepinselt haben, wie das Spiel das möchte. So wie es der Auftraggeber möchte. So, gleich sind wir durch. Ja, einmal noch rum. Oh, neues Level. Wir können den Müll freischalten. Allerdings, wir könnten natürlich auch Kelle, Bodenhammer. Wir brauchen eigentlich alles, wenn man es genau nimmt, natürlich. Ich habe aber eigentlich auf den Müll gespart, dass wir größere Müllsäcke haben. Verkaufsgerät habe ich noch gar nichts gemacht. Ich wüsste auch nicht, was wir verkaufen könnten. Können wir ja noch mal gucken, vielleicht so einen Schrank oder so, dass wir das mal noch mal kurz antesten. D
Die Kelle ist natürlich auch, wobei hier sind aber 50%. Ne, dann mache ich hier tatsächlich den Müll, dass wir den nehmen. Gut, jetzt verkaufen. Oh, Immobilien kaufen, verkaufen freigeschaltet. Sehr schön. Glückwunsch, Ihre Bemühungen wurden bemerkt. Sie haben gerade Zugang zum Immobilienmarkt erhalten. Sie können jetzt verlassene Arenen kaufen oder Arena. Nach Belieben anpassen und mit dem Gewinn verkaufen. Okay. Außerdem erhalten Sie 1 Million Dollar. Das müsste 1 Million sein. Sind das 6 Nullen? Ja, für den Start Ihrer neuen Karriere. Wow, okay. Gehen wir mal gucken. Jetzt wird es ja ganz interessant hier. Immobilien kaufen, verkaufen. Das Einzige, was wir uns im Moment leisten könnten, wir haben doch gerade 1 Million gekriegt. Warum kann ich mir denn das hier nicht kaufen für 180.000? Was ist denn das hier? Eine lokale Sporthalle. Das klingt natürlich schon interessanter. Wenn ich die jetzt kaufe, komme ich dann dahin? Aber ich verstehe tatsächlich nicht. Da kann ich nichts machen. Wir haben doch 1 Million gekriegt. Oder haben wir noch 100.000 gekriegt? Dann habe ich mit den Nullen falsch geguckt. Naja, es ändert nichts. Das Einzige, was wir kaufen können, ist die lokale Sporthalle. Dann kaufen wir die mal. Das wird jetzt geladen. Das heißt, unser Basketball-Ding, das haben wir, glaube ich, erledigt. Oh. Tipps zum Anpassen der Einrichtungen. Das ist Ihr großer Moment. Sie haben gerade Ihre erste Anlage gekauft. Um einen Gewinn zu erzielen, überprüfen Sie die Verkaufsangebote auf dem Tablet. Es gibt Käufer, die bereit sind, Ihre Einrichtung zu kaufen, wenn sie Ihren Anforderungen entspricht. Mehr Anforderungen bedeuten normalerweise mehr Geld. Bauen Sie neue Räume, passen Sie sie an und richten Sie sie ein und machen Sie ein gutes Geschäft. Wenn Sie Hilfe benötigen, lesen Sie bitte die folgenden Tipps. Sie finden sie möglicherweise auch im Hilfebereich. Okay. Die Angebote. Durchsuchen Sie Angebote und wählen Sie eine Immobilie. Das haben wir gemacht. Angebote verkaufen, Unternehmen finden, die eine Immobilie kaufen möchte, Anforderungen. Okay, Gebäude, Raumausstellung. Es gibt 3 Arten von Trennwänden. Okay, Sie können Räume bauen. Wir können ganze Räume bauen. Indem Sie Wände an grünen Schlitzen, ja, das machen wir doch gerne. Einstellen des Zimmertyps. Aha, okay. Mit Schildern können wir das machen. Wenn Sie die Wand verlegt haben, verwenden Sie das Verkaufsgerät, um sie zu verkaufen. Eine einzelne Wand. Echt jetzt? Okay, also dieses Verkaufsgerät, was ich gerade testen wollte vorher, das macht tatsächlich jetzt erst jetzt Sinn. Ja, hier sieht es aus wie bei Hempels unterm berühmten Sofa. Wir gehen mal nochmal gucken. Verfügbare Angebote. Verkaufsangebote, Angebote. Aha, okay, der möchte, sehe ich das richtig, der möchte unser Dings kaufen, wenn wir das hier haben. Wenn wir diese Anforderungen hier erfüllt haben. So verstehe ich das zumindest. Okay, dann können wir ja mal anfangen und hier ein bisschen aufräumen. Weil jetzt lohnt sich's auch. Ich glaube, jetzt sind wir erst richtig im Spiel angekommen, tatsächlich, wenn man es genau nimmt. Weil jetzt macht es natürlich Spaß, irgendwie dann noch bauen, machen und tun. Also eben, das hat vorher eigentlich schon Spaß gemacht. Das war aber, glaube ich, tatsächlich eher ein Tutorial, wenn ich das richtig verstanden habe. So, wir machen mal und dann gucken wir mal, wie sieht's aus mit den Angeboten. Haben wir irgendwas vielleicht sogar schon von wegen Sauberkeit oder so erreicht? Das finden wir dann relativ schnell raus. Man sieht, der Müllsack, er hat ein bisschen mehr Volumen. Also ich kann hier tatsächlich sehr viel einräumen. Jetzt ist er voll. Oh, und hier der Kollege, sehr gut. Gleich in der Halle drin. Ja, ist eine kleine Halle tatsächlich, hieß es. So, ich guck mal schnell, haben wir hier noch andere Räume? Da hinten geht schon noch weiter. Da könnten wir tatsächlich noch schnell reingucken. Würde ich auch gerne machen. Allerdings erstmal den Käse weg. Falsch. Okay, falsch. Da können wir noch was mitnehmen. Auch falsch. Aber das Gelumpe hier. Kennt man den Ausdruck auf Hochdeutsch? Gelumpe? Gelumpe ist hier. Das ist Gelumpe. Alles Zeug, was man nicht braucht. Gut, jetzt schmeißen wir das mal hier rein. Und dann würde ich aber sagen, wir gehen mal schnell gucken. Okay. Hier ist auch nochmal eine Riesenhalle. Was ist denn das? Also das ist eine Halle. Und das ist der Eingangsbereich, würde ich sagen. Ganz klar. Hier sehen wir es ja auch. Sportbereich. Dann können wir hier Wände ziehen. Dann können wir hier Wände ziehen und ein Büro draus machen, eine Dusche und so weiter. Oh, cool. Ja, das gefällt mir natürlich schon gleich nochmal eine Ecke besser, muss ich gestehen. Weil jetzt macht das Ganze tatsächlich dahingehend Sinn. Wenn wir es natürlich noch verkaufen können. Ja, cool. Schön. Schönes Spiel. Es entfaltet erst irgendwie nach ein paar Folgen. Seine ganzen Qualitäten. Will ja auch nicht schlecht. Ist mutig. Weil, also wenn der irgendwie
das nicht magst, was du da zu Beginn machen musst, spielst du nicht weiter, dann entdeckst du das fertige Spiel eigentlich gar nicht. Was hier alles im Prinzip noch drin ist. Finde ich tatsächlich mutig. So, den Müll haben wir, glaube ich, dann langsam weg. Zumindest den, den wir mit der Hand aufsammeln können. Ist schon ordentlich. Also da müsste man eigentlich tatsächlich schon irgendwie ein erstes Angebot kriegen, denke ich. Oder würde ich mal meinen. Ja, da geht alles nichts mehr. Da brauchen wir den Hammer. Ach komm, wir machen zuerst mal das hier. Die Lampe noch, genau. Dann den Müll werden wir hier zwischenlagern. Schnappen uns nicht die Hand, sondern den Hammer. So, und machen hier mal alles weg, was wir wegmachen müssen. Wir können hier eigentlich hämmern. Ach, geht nicht. Da brauche ich die Hand, okay. Dann schnappen wir uns die Hand nachher nochmal. Guck mal, wir können hier wie ein Irrer. Wir hämmern einfach und kämpfen uns hier durch das Zimmer durch. Alles muss weg, alles ist Mumpit. Ne, das ist wieder was, was wir dann tatsächlich nochmal mit der Hand machen müssen. Ja, fast der schönste Teil des Jobs irgendwie. Wenn es denn geht. Das können wir noch wegnehmen, das nicht. Das muss weg. Hier haben wir nochmal Bänke. Ja, aber das ist ja wirklich ein Job, den kannst du nur alleine machen. Also das ist natürlich Käse, wenn hier einer im Weg steht. Hier wieder die Gasflasche, die berühmte. Auch schön, wenn du die an die Rübe kriegst. Ach, das mit der Hand? Echt jetzt? Okay. Da kommt noch ein Brett runter. Das muss auch weichen. Dann arbeiten wir uns mal nachher hinten. Hämmernd. Ich glaube, ich träume noch davon. Bälen, bälen, bälen. Babum, babum. So, jetzt kommen aber auch die Schränke weg. Die brauchen wir auch nicht mehr. Du kommst noch weg. Dann haben wir hier noch Zeugs. Ich glaube, es strengt ihn tatsächlich aber ein bisschen an, weil ich kann gerade nicht mehr rennen. Ist aber auch egal, ich muss ja nicht rennen. Das spielt ja keine Rolle. Bälen, bälen. So, da noch den Tisch weg. Und dann haben wir hier, glaube ich, im Groben den Raum soweit fertig. Das heißt, wir brauchen natürlich jetzt dann die Tüte nochmal, um das hier aufzuräumen. Aber sonst im Groben. Ja, im Groben haben wir es. Gut, finde ich auch nicht schlecht. Das Spiel nimmt irgendwie neue Formen an. Das gehört jetzt uns, das können wir verkaufen, wenn wir es renoviert haben. Gehen wir ganz schnell nochmal hier rein. Ja, viel hat sich hier noch nicht getan. Ja, da könnten wir, könnten es jetzt verkaufen für 150. Also für 100.150, das würde heißen, wir hätten $150 Gewinn gemacht für das, was wir jetzt gemacht haben. Da warten wir natürlich noch, würde ich vorschlagen. Und zwar, ja, bis wir hier im Groben auch mal die ersten Wände gezogen haben. Liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich finde es cool, dass das Spiel tatsächlich jetzt richtig losgeht. Ich hoffe, ihr auch. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.